Kai Gimnas sind wir heute in seinem neuen Laden in Buß. Grüß dich, Kai. Hallo, Mike, grüße dich. Kai, gerade neu eröffnet. Wie ist es hier in Buß? Gigantisch. Wir haben Platz, wir haben Licht, wir haben Parkplätze, eine ganz neue Werkstatt, die fast fertig geworden ist für das Video heute. Ich meine, kannst ja nachher mal ein bisschen umschauen hier, auch unseren Zuschauern ein bisschen zeigen, was wir hier gemacht haben. Also wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht mit unseren Geschäftsräumen und sind froh, dass wir hier sind. Genau, du hast schon gesagt, wir sind heute in der Werkstatt, nämlich darum geht es auch heute. Hast hier auch schon was vorbereitet. Genau. Hier steht nicht nur ein Ghostbike, sondern da ist auch der Besitzer des Fahrrads. Grüß dich! Ja, hallo, ich bin der Geoffrey. Hallo Geoffrey. Dein Fahrrad ist hier. Das hast du dir wahrscheinlich auch hier bei Kai gekauft. Ja, selbstverständlich. Da bin ich also absolut zufrieden und das Bike hat mir gefallen und jetzt machen wir halt ein paar Feinheiten. Genau, ich wollte gerade fragen, ich hoffe mal nicht, dass es jetzt schon direkt kaputt ist, weil es hier in der Werkstatt ist, sondern das hat einen ganz anderen Grund. Du hast was vor mit dem Rad. Ja, ja, wir wollten halt mal ein bisschen was an dem Fahrrad kitzeln und halt, sage ich mal, für einen besseren Fahrkomfort und für die Feinheiten, wenn ich mit dem Kai unterwegs bin oder mit den Jungs, dass wir ein bisschen Spaß mehr haben. Okay, Kai, ich glaube, das ist jetzt dein Job. Erklär mal ganz kurz, wie das Fahrrad jetzt hier steht und was gemacht werden soll. Gehen wir vielleicht noch zum Rad selber. Ist also ein Ghost Hybrid Slammer X, und zwar das 7-7, also eigentlich schon das Topmodell. Aber Geoffrey ist einer, genau wie ich auch, sagen wir, was der Technische angeht, da legen wir halt einfach Wert drauf, irgendwo das Letzte noch mal rauszuholen, was möglich ist. Also wir reden hier wirklich schon ein Rad im absoluten Top-Niveau, was mit Top-Fahrwerkskomponenten ausgestattet ist. Was wir jetzt heute machen, manch einer wird vielleicht anfangen zu heulen, wir bauen also die Komponenten Gabel, Dämpfer und Sattelstütze aus und ersetzen diese durch komplette Fox-Komponenten, die einfach von der Machart nochmal einen Tick höherwertiger sind, nochmal das letzte Quäntchen an Performance rausholen und dann halt einfach auch optisch nochmal ein bisschen was anderes darstellen. Also hier geht es natürlich zum gewissen Grad auch irgendwo um Individualisierung. Eigentlich eines meiner klassischen Themen, ne? Und wir freuen uns eigentlich drauf, dass wir das jetzt langsam auch können im E-Bike-Bereich nochmal umsetzen, ja. Ich frage es mal, ja, vielleicht auch doof, wie wird der Unterschied zu vorher zu nachher sein? Also erstmal werden wir einen geringen Gewichtsunterschied haben, weil wir bauen den Stahlfederdämpfer hier aus und ersetzen ihn durch einen Luftfederdämpfer. Das macht also hier bei dem Bauteil fast die Hälfte vom Gewicht aus. Bei den anderen Teilen sind wir wahrscheinlich vom Gewicht her ziemlich ähnlich, also geht es jetzt um ein paar Gramm, das macht im E-Bike-Bereich jetzt den Bock nicht fett. Wie gesagt, es geht um Individualisierung und dann gerade nochmal so das letzte Quäntchen an Dämpfungstechnologie, wo wir nochmal ein Stück besser sind als das, was jetzt hier eh schon verbaut ist. Aber wie gesagt, auf hohem Niveau nochmal das letzte Sahnehäufchen packen wir heute dann nochmal drauf. Genau, ich frage mal nochmal bei Geoffrey. Geoffrey, das Rad hast du jetzt wie lange? Oh, ich denke mal so ein halb, dreiviertel Jahr. Ja, das ist einer der ersten, wo es bekommen hat von Kai. So, jetzt eine Erfahrung, jetzt kannst du mal einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben. Ja, also ich gebe es nicht mehr her. Es ist immer, wenn ich schon mal hier irgendwie zu einer Inspektion oder sowas habe, dann gehe ich ihm immer schon ganz schön auf die Nüsse, dass er es mal gleich fertig macht. Was soll ich ohne das Bike machen? Also ich würde es nicht mehr hergeben, sagen wir mal so. Ist ein schönes Bike, also muss man nicht übertreiben. Es ist tatsächlich so, man muss es einfach mal fahren, testfahren oder wie auch immer. Also ich würde es mal zu jeder Zeit kaufen. War ja auch einfach so, wie ging das los? Du hast gesagt, was ist das beste Rad, was man mir empfehlen kannst? Und da habe ich dann eigentlich der ganzen Geschichte ein bisschen vorgegriffen. Also pass auf, da kommen jetzt von Ghost die neuen Modelle, Hybrid Slammer, Slammer X, und die werden richtig gut. Jetzt im Nachgang war es sogar so, dass in der Fachpresse das Rad mehrfach zum besten E-Mountainbike auf dem Markt gekürt wurde. Also die haben hier schon richtig viel Hirnschmalz reingesteckt, auch was die neuartige Geometrie und so weiter angeht. Es war bisher immer so, dass die Hersteller versucht haben, eine E-Bike-Geometrie möglichst nah am normalen Rad zu konstruieren. Nur, wir haben hier völlig andere Gegebenheiten. Du fährst viel krasser berghoch zum Beispiel und so weiter. Also es sind einfach andere fahrdynamische Bedingungen. Und Ghost hat hier ein völlig anderes Geometriekonzept umgesetzt, auch nochmal mit einem längeren Heck. Und hat, ich will jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen. Es ist einfach eine spezifische E-Bike-Geometrie und die wirkt sich halt hier voll aus. Hat eigentlich sogar dann für mich den Nachteil, ich fahre noch das alte Modell, das Kato, das diese neue Geometrie hat. Und er haut mir jetzt mittlerweile regelmäßig ab. Also Respekt für einen Neueinsteiger, nicht schlecht. Also man kann sagen, du hast eigentlich schon mit das geilste Rad, was es auf dem Markt gibt, aber es soll doch noch upgegradet werden. Ja, man muss immer ein bisschen an diesen Sachen spielen, das ist einfach so. Man ist immer ein bisschen verrückt, ob man ein Moped oder ein Auto hat und dann muss man was machen. Und dann habe ich halt den Kai, der ist natürlich genauso auf der Welle und er setzt es dann natürlich um mit mir zusammen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir starten mal. Okay. Geoffrey darf hier gleich mit Hand anlegen, ist ja auch sein Rad. Er hat ja gesagt, hier, verwegen, er ist das selber auch so ein, ja, wenn man so was hat und so ein Teil liebt, dann legt man natürlich auch selbst Hand mit an. Er restauriert hier zu Hause hier alte. Ja, jetzt wollen wir es wissen. Ja, alte kleine Zweiräder. Ja, so,
so Mofa, ich weiß nicht, wie sagt man, ja, ne? So schöne Lampretta oder so schöne Yamaha 50 Kubik Teile halt, ne? Wo man früher halt gefahren sind, sage ich mal, in unserer Jugend. Ich bin ja alle mit der Jüngste und mit 54 kann man sich ja damals zurückrechnen, so mal, ne? Ein paar Jahre, was man dann so ab 15 gefahren ist, von Peugeot 103 und Yamaha RD50 und Honda DAX. Diese Dinge baue ich dann auf. Ja. Spannendes Hobby auf jeden Fall. So, hier sind auch schon, ja, Joffreys Geschenke. Hier stehen sie schon parat. Das heißt, auch wenn heute nicht Geburtstag hast, aber das ist alles für dich. Ja, den haben ich mal einfach mal selber gegönnt. Diese tolle Dinge haben wir uns einfach mal selber gegönnt. Jawohl. So, das ist die aktuelle 2019 Fox 36. Zu den technischen Standards, was mittlerweile üblich ist, wir haben hier ein sogenanntes Tapered Steuerrohr, also unten 1,5 Zoll Durchmesser, oben 1/8. Dann ist das im Prinzip eine 29er Gabel, also für 29 Zoll Laufräder, wobei wir haben ja auch eins. Die müsste man auch nehmen bei dem 650 B Plus Standard, also insofern wäre es die gleiche Gabel und haben hier dann schon den 110 mm Boost Achsklemmstandard, das heißt, er ist ein bisschen breiter wie das, was wir von vorher kennen. Genau. Was wir jetzt schon vorbereitet haben, das Steuerrohr ist schon auf die entsprechende Länge gekürzt. Das ist im Serienzustand halt einfach länger. Und den Konus haben wir schon verpresst. Insofern können wir die Gabel jetzt dann einfach so, wie sie es einbauen. Das hier ist Verpackung, das kann weg. Okay, dann gehen wir doch direkt wieder rüber. Also hier jetzt ein Stahlfederdämpfer. Ich erkläre vielleicht mal kurz die Unterschiede. Ich muss sagen, von Ghost auch ein mutiger Weg, aber auch eigentlich ein guter, zu sagen, wir verbauen in diesen Modellen jetzt hier nochmal Stahlfederdämpfer. Das war früher in so einem Rad schlecht möglich. Erstmal waren die Stahlfederdämpfer viel zu schwer und es gab auch nicht die Möglichkeit, so einen Dämpfer mit einer sogenannten Pedalplattform auszustatten. Das heißt, eine Wippunterdrückung für Bergauffahren. Jetzt ist es so, dass durch neuartige Stähle der Gewichtsunterschied geschrumpft ist. Und es diese Dämpfer jetzt mittlerweile, wie man hier sieht, an dem Hebel mit dieser Wippunterdrückung gibt. Das heißt, wenn ich gleich hochfahre, kann ich den Hebel anschalten und der Dämpfer ist ein bisschen zäher, sagen wir mal, er wippt nicht so stark. Nichtsdestotrotz, weil wir hier auch, sagen wir, jetzt am Gesamtbild ja so ein bisschen arbeiten wollten, weil muss ich mich bei den Jungs von Ghost entschuldigen, weil ich jetzt letztendlich das Konzept ein bisschen zerstöre. Aber hier bauen wir es jetzt halt einfach, um gewichtsmäßig ein bisschen was rauszuholen. Und um einfach die Optik entsprechend zu pimpen, einfach nochmal auf Luftdämpfer um. So, Joffrey darf natürlich auch wieder sein Päckchen auspacken. Ah, da kommt das schöne Teil, jawohl. So sieht das Teil aus. Genau das Teil. Ja, schön, dass einfach von der farblich, dass es jetzt passt. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Kashima-benannten Beschichtung hier, die wir sowohl am Dämpfer haben, als auch an den Gabelstandrohren. Diese Kashima-Beschichtung zählt zu den härtesten und glattesten auf der Welt und kann nur von dem japanischen Hersteller auch beschichtet werden. Das funktioniert also so, dass Fox diese Bauteile nach Japan schickt, die werden dort beschichtet, kommen zurück und dann von Fox nochmal verbaut. Also auch eine ziemlich einzigartige Geschichte. Wow. Geil, was du jetzt hier alles machst. Es sieht ja so erstmal recht simpel aus. Ist das auch vom, ich sag mal, vom Nicht-Fachmann wie dir machbar oder empfiehlt sich das so wirklich tatsächlich von jemandem wie dir machen zu lassen? Ja, schon allein wegen der Teileauswahl. Also wie ich vorhin schon angesprochen habe, war mittlerweile halt so ein hohes Maß an unterschiedlichen Standards, wo selbst ich dann immer noch mal Überraschungen erlebe. Wie jetzt hier in dem Fall zum Beispiel, wir haben diese Räder, wie gesagt, jetzt auch gerade das ganz Neue, das ist das erste Mal ein Dämpfer umbauen. Und schon hast du oben dann an der oberen Dämpferaufnahme auch schon wieder einen neuen Standard gehabt, den wir jetzt mit andersartigen Buchsen überbrücken mussten. Also eigentlich, natürlich jetzt aber das Schrauben hier, da sollte man natürlich auch schon ein bisschen wissen, was man macht. Weil man muss immer sehen, wir arbeiten hier mit Carbon, mit Aluminium und so weiter. Also mit roher Gewalt ist immer schon schlecht. Man braucht das Vernünftiges und auch passendes Werkzeug. Aber die eigentliche Krux liegt tatsächlich in der Teileauswahl. Zumal es ja dann auch noch weitergeht, es nutzt ja nichts, wenn du das tollste Fahrwerk hast. Du brauchst auch die entsprechende Abstimmung der ganzen Komponenten auf Fahrergewicht, auf Fahrstil und so weiter. Und das folgt dann auch noch in einem zweiten Step. Und auch hier muss man sagen, du hast an diesen Dämpfern und Gabeln so viele
Optionen, das Fahrwerk einzustellen. Auch dort blicken die meisten Laien eigentlich nicht mehr durch. Und dann kannst du sie eigentlich auch sparen. Also wenn das dann nicht ausnutzt, dann brauchst du das tolle Fahrwerk nicht. Noch schlimmer ist es halt, das erleben wir auch oft, vollgefederte Räder, die nicht aus dem Fachhandel sind, wo das Fahrwerk dann eigentlich nie eingestellt wurde. Also weder auf Gewicht noch sonst was. Und dann wird es dann ganz blöde. Also das macht keinen Sinn. Und das wird bei uns natürlich alles im Laden, bei all unseren Kunden, automatisch machen wir das dann. Ich frage meinen Chef in der Zwischenzeit. Kai hat das Thema gerade angesprochen hier, Farben, Abstimmung. Ist es etwas, was dich jetzt optisch schon stört oder bist du da eher, ach ja? Ja, man sollte das ein bisschen perfektionieren und kann natürlich dann auf der Gabel, in dem unteren Bereich der Standrohre, die Farben natürlich statt das Orange natürlich auch in Rot machen. Aber das sind Feinheiten, die man vielleicht muss überdenken. Das muss man im Ganzen einfach mal sehen. Im Ganzen sehen. Vor allem ist ja so, ich meine, ein Fox-Fahrwerk willst du irgendwie ein bisschen zeigen, ja? Und das sind natürlich die Fox-Farben und das genau. Ist dann auch immer so ein bisschen ein Faktor. Also deswegen war genau die Geschichte. Wir bauen es erstmal auf, gucken es dann an und dann überlegen wir, wie wir die Farben reagieren. Eine andere Geschichte ist natürlich die, wir schrauben jetzt erstmal alles an Ort und Stelle, aber wie die Schrauben, wie man schon sieht, die sind bezeichnet, da gehören auch bestimmte Drehmomente und so weiter dazu, das machen wir alles im zweiten Step. Im Moment geht es jetzt mal darum, dass wir die Komponenten dahin schrauben, wo sie hingehören. Jetzt geht es mit der Sattelstütze weiter. Das ist das gute Teil, diese tolle Sattelstütze. Brauchen wir das noch? Den Hebel, den brauchen wir auch. Ja, dann machen wir den gleich mal mitten aus. So, dann haben wir den natürlich auch. Ja, alles da, so. Alle Teile an Ort und Stelle, alles platziert und jetzt kommen wir erstmal zum, ja Geoffrey, ich frag dich mal direkt, der Style-Check, darum ging es doch gerade eben. Geoffrey, wie findest du? Also ich finde das echt super. Also ich glaube, die Farben muss man dort nicht ändern, also ich denke, diese Fox-Originalfarben passen doch gut. Die passen. Weißt du? Also Moment, also ganz kurz zu dir, du bist zufrieden, das soll so bleiben? Also ich würde es so lassen, also für mich ist das absolut top. Einmal toll, Wunder. Ich würde auch sagen, es sieht echt... Also sieht geil aus, gefällt mir. Also Geoffrey, ich würde es dann mitnehmen, ja. Hier siehst du jetzt halt überall diese Kashima-Beschichtung, ne? Da ist ja dieses Mal so das Hauptmerkmal, was ins Auge fällt, gerade jetzt dem Kenner, der den Fox-Fahrwerk sieht. Und dieses Fox-Orange ist halt eben das, ne, die typische Farbe. Und wie bei Eingang schon gesagt, man will ja da irgendwie so ein bisschen zeigen, dass es halt eben ein Fox-Fahrwerk ist. Also ich würde es jetzt auch so lassen. Wir lassen das Rad jetzt mal so laufen. Manchmal braucht man immer so ein, zwei Tage und dann hat man nochmal Ideen. Also Feinheiten können wir noch ändern, aber rein technisch, denke ich, war das doch ein geiler Umbau. Absolut. Ja, nicht nur das, du hast auch eine großartige Hilfe heute. Ja, absolut. Den Geoffrey von Fenster XXL, mit dem wir mit Sicherheit in Zukunft noch das ein oder andere Projekt starten werden und dann auch veröffentlichen werden. Und geiles Rad. Ich muss dazugeben, ich warte ja auf mein eigenes, warte ich ja noch. Er hat es ja vor mir bekommen. Ich bekomme einen anderen Typ, den man auch nochmal komplett umbauen. Aber das hier war jetzt sozusagen ein Pilotprojekt und die Teile, die wir jetzt hier verbaut haben, kommen natürlich auch in mein eigenes Rad. Genau. Ganz fertig ist es noch nicht, das heißt, es werden noch die Feinarbeiten gemacht. Jetzt nochmal in Ruhe so ein bisschen Feinarbeit, die Drehmomente nachziehen. Dann werden wir nachher mit dem Geoffrey das Fahrwerk natürlich noch abstimmen. Wir haben hier ein vollkommenes Luftfahrwerk, das heißt Dämpfer und Gabel wird in Federrate mit Luft abgestimmt. Dann gibt es da noch die Zug- und Druckstufen abzustimmen, also hydraulische Systeme, die die Dämpfung beeinflussen. Und da werden wir jetzt noch ein bisschen Zeit reinstecken, genau. Okay, aber es wird definitiv heute fertig werden. Ja, natürlich, klar. Der geht heute Abend nochmal fahren, oder? Wollte ich gerade fragen, Geoffrey, von wegen wann geht's auf nächste Tour? Ja, ich denke so gegen 18 Uhr mit meiner neuen Beleuchtung hier vom Kai.
muss ich wirklich sagen, mit 200, ich meine 200 Ansi-Lumen, ich weiß nicht genau, nicht, dass ich was Verkehrtes habe. 200 Lumen, ich weiß gar nicht, ja, welche auf jeden Fall, das hat er bei meinem Verkäufer gemacht. Nee, die hat richtig hell, also da kannst du fast nicht auf der Straße fahren, aber für schönen Wald ist das optimal. Und da würde ich heute oben eine Tour ausprobieren, ganz klar. Also werde ich also abends hier auch bei Dunkelheit hier über die Straßen, über die Wälder, über die Berge flitzen sie, das bist dann du. Das kann durchaus möglich sein. Geoffrey dann, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß hier mit deinem umgebauten Fahrrad. Fahrrad darf ich ja schon gar nicht sagen, mit einem umgebauten Ghost, genau. Das Ghost von Kai Gimler, das ist es, ja. Das Ghost von Kai Gimler, genau, das jetzt hier geupgradet auch noch. Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast auch so und ja, ich habe gesehen, du hattest auch beim Umbau selbst viel Spaß. Ja, den habe ich gehabt, das war doch cool. Alles gut. Sehr schön. Kai, ja, auch bei dir nochmal, danke, dass du uns das gezeigt hast, wie das hier bei dir funktioniert. Ist ja echt eine simple Sache. Wie gesagt, wenn man die Vorbereitung im Griff hat und die richtigen Teile zur Hand, dann passt es ganz gut. Aber letztendlich, klar, das Anbauen dann der fertigen Komponenten und so weiter geht eigentlich relativ easy, wenn man weiß, was man tut. Wie gesagt, ich kann nur alle insofern ein bisschen immer warnen, die selber schrauben, seid bitte vorsichtig. Erleben wir hier oft, dass Leute ankommen mit vermurksten Schrauben, die gehen dann mit einem großen Grimme, sage ich dann immer gerne, ran. Immer bedenken, wir schrauben hier am Fahrrad, da sind, wie gesagt, weiche Teile aus Carbon, aus Aluminium und immer ein bisschen vorsichtig sein. Und bevor ihr euch sowas kaputt macht, kommt bitte her und dann klären wir das her. Genau, denn der Kai weiß, was er tut. Er ist nämlich hier der Profi. Kai, du bist umgezogen. Sag noch ganz kurz, wo wir dich jetzt finden. Ja, wir sind jetzt neuerdings in Buß im EKC. Und zwar im linken Flügel von dem ganzen Gebäude. Die Adresse ist die Saarbrücker Straße 197. Öffnungszeiten sind gleich geblieben. Wir haben montags geschlossen und sind dann dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr sind wir dann da. Genau, einfach vorbeikommen hier direkt am EKC Buß. Ja, Kai, vielen Dank. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß. Also euch beiden viel Spaß doch hier bei der Feinjustierung und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Mike. Ciao.